Ja, richtig. Was meinst du mit ja, richtig? Ich hole in der Zwischenzeit eine Zeitung. Guten Tag. Ich würde gerne einen Scheck einlösen. Achtung! Alle herhören! Auf den Boden! Basic nach unten! Sofort! Runter! Sofort alle auf den Boden! Haben Sie einen stillen Alarm? Dann verraten Sie. Hey du! Her damit! Du! Du kommst mit! Komm schon! Komm! An alle Einheiten in der Umgebung von der 3. und Fairfax, reagieren Sie bitte auf einen 459. Stiller Alarm in der Second Federal Bank. Los, komm schon! Hör auf zu jammern! Mach schon! Hier, mach auf, mach schon auf! Los, kein Fehler! Na los, Beeilung, Beeilung, Beeilung! Mach schon! Ja. Hey! Wer zum Teufel sind Sie? Ich dachte mir doch, dass du es bist. Hä? Chase McDonalds, du Pfadfinder! Pfadfinder, Pfadfinder... Ich war nie bei den Pfadfindern. Ach was, und du hattest auch nie einen Stimmbruch. Ich verstehe nicht, was du meinst. Dann erklärst du es. Alles klar, Leute, die Show ist vorbei. Hier, für die Pfandleihe. Die Polizei wird hier im Moment hier sein. Sagen Sie ihnen, Chase war hier. Ich hatte solche Angst. Ja, bis dann. Ja, ich bin schon verheiratet. Na, hast du deine Zeitung? Wer sind all diese Leute? Ich sagte doch, ich bin ein Menschenfreund. Was hast du gemacht? Ich habe artig einen Scheck eingelöst. Echtes chinesisches Essen, Mann. Wie sagt die chinesische Mafia, geht zum Taufstein der kulinarischen Kreativität. Wann haben die das gesagt? Ich glaube, ich habe das sagen wir immer. Gehört. Du hörst mir ja nie zu. Das wäre auch gesundheitsschädigend. Okay. Hey, das ist, was du brauchst, Baby. Was hast du? Ich habe schwarzen Afghanen da. Wie wär's damit? Also gut, lass mal sehen. Ist das Tommy Shin? Ich frage mich, ob er wohl wieder die alte Tour drauf hat. Sieht ganz so aus. Jedenfalls ein gutes Beispiel für schlechtes Timing. Das ist das Beste. Ja, das ist guter Stoff. Scheiße. Fahr los, nichts wie weg hier! William 13 verfolgen zwei männliche Asiaten in einem blauen Wagen auf der Carmel Road. Pass auf, pass auf, pass auf! Gib Gas, da sind sie! Verdammt, da sind sie! Hey, denkst du, du könntest...
Könntest du dieses Ding hier mit ein bisschen mehr Zurückhaltung fahren? Tja, die Frage ist damit wohl beantwortet. Los, sie sind hinter uns! Mac, Einbahnstraße! Sammlung. Na, los, los, los! Das reicht! Fahr an, fahr an! August, die wollen aussteigen! Zentrale hier, William 13. Die Verdächtigen verlassen das Fahrzeug. Wir verfolgen sie zu Fuß an der Hillecke Alpine. Jetzt geht diese Rennerei wieder los. Denk an den letzten Hotdog. Sie laufen Richtung College. Zum Sportunterricht und ich hinterher! Komm schon! Partner? Mac, bist du? Oh je, Mac! Mac! Alles okay? Mir platzt die Birne. Wo sind die zwei Kerle, hinter denen wir her waren? Keine Ahnung. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Ist der tot? Ja, er ist tot. Diesmal sitzt dein Partner aber tief drin. Ich bitte dich, Trace, der Zeuge lügt ganz offensichtlich. Also was, warst du bei der Schießerei dabei? Nein, ich... Hör mal, warum lässt du mich nicht einfach mit dem Zeugen reden? Nein, nicht bevor die Dienstaufsicht Gelegenheit hatte, den Zeugen zu befragen. Wie fühlst du dich, Mac? Ich bin okay, nur etwas Kopfschmerzen. Nicht einmal halb so schlimm wie die Kopfschmerzen, die Sie mir heute bereitet haben, Detective. Ist mir auch ein Vergnügen, Ihr lächelndes Gesicht zu sehen. Nach der Lektüre der Zeugenaussage habe ich nichts, worüber ich lächeln könnte. Seit wann ist es ein Problem, einen Zeugen zu haben? Wenn der Zeuge schwört, dass Sie geschossen haben. Was? Mac, erzähl ihr, was wirklich passiert ist. Das kann ich nicht. Ich verfolgte Tommy Chin und seinen Kumpel in eine Gasse und dann plötzlich wamm. Wamm? Jemand schlug mich von hinten nieder. Du hast nichts gesehen? Also gut. Es wird eine vollständige Untersuchung geben. Einen Augenblick, Commissioner. Wenn Sie wirklich denken, Mac hätte irgendwas mit dieser Schießerei zu tun... Es ist egal, was ich denke. Die Zeugin sagt, Chase erschoss einen unbewaffneten Mann. Das ist das Einzige, worum ich mich kümmere. Und es ist das Einzige, worum sich die Medien kümmern werden. Aber die Zeugin lügt. Mag sein. Aber bis wir das genau wissen, wird unsere Abteilung unter dem Mikroskop beobachtet werden. Also werde ich jetzt die Dienstaufsicht herholen, um etwas Licht in diesen unglücklichen Vorfall zu kriegen. Gute Entscheidung. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss mir noch schnell die Nase für die Kameras pudern. Detective MacDonald, ich habe in Ihrem Bericht bemerkt, dass... Sie behaupten, Sie wurden von hinten auf den Kopf geschlagen, als Sie die Gasse betraten. Das ist richtig.
Eine Ahnung, wie das Opfer getötet wurde? Ich weiß nur, dass ich es nicht war. Sind Sie sich dessen sicher? Was soll das denn bedeuten? Das bedeutet, dass vielleicht im Stress und in der Hitze des Gefechts die ordentliche Polizeiprozedur vergessen wurde und Sie feuerten lieber, als den Verdächtigen entkommen zu lassen. Jetzt machen Sie aber mal halblang. Wenn er sagt, er wurde niedergeschlagen und erinnert sich an nichts, können Sie sich darauf verlassen, dass es genau so geschehen ist. Unglücklicherweise, Captain, reicht sein Wort für die Dienstaufsicht nicht aus. So wird das Spiel nicht gespielt. Entschuldigen Sie, ist es das, was wir tun? Wir spielen Spiele? Ich dachte, es wäre ein bisschen ernster. Ein Officer wird eines Mordes beschuldigt, den er nicht begangen hat. Das Fazit ist, Captain, ein Mann ist tot. Und Detective McDonalds Waffe, die frisch abgefeuert war, wurde am Tatort gefunden. Und ich habe eine sehr glaubwürdige Augenzeugin, die sagt, sie sah, wie er das Opfer kaltblütig erschoss. Das ist ziemlich schlüssig. Wissen Sie, wir warten eigentlich immer auf den ballistischen Bericht, bevor wir Schlüsse ziehen. Oh ja, der ballistische Bericht. Ich habe ihn hier. Augenblick mal. Das kann nicht stimmen. Warum? Was steht da, Captain? Hier steht, dass die Kugel, die Sie aus der Leiche geholt haben, aus Ihrer Waffe stammt. Ist das schlüssig genug für Sie, Detective? Captain, das hier muss falsch sein. Chase. Vielleicht sollten Sie vom Dienst fernbleiben, bis wir eine vollständige Untersuchung gemacht haben. Ist das Ihr Ernst, Captain? Ich kann es nicht glauben. Die Medien werden sowieso ein Festessen damit haben, Detective. Stellen Sie sich nur vor, wie die Schlagzeilen aussehen würden, wenn er Sie nicht freistellen würde. L.A. Cop erschießt einen unbewaffneten Mann. Polizei unternimmt nichts. Kein sehr positives Image für Ihre Abteilung, oder? Fein. Sie haben gerade einen großen Fehler gemacht. Das denke ich nicht, Detective. Diesmal nicht. Was gibt's, Partner? Auf den ersten Blick sieht man, dass du kein glücklicher Camper bist. Ihr Recht, du hast. Sag mal, Chase, jetzt, wo du mehr Freizeit hast, was fängst du damit an, hä? Ich mache dasselbe, was ich immer tue. Ich gehe auf Gangsterjagd. Mit einem Unterschied. Diesmal ist es persönlich. Hör zu, Mac. Dreh mir jetzt bloß nicht durch, Mann. Ich weiß, es ist eine haarige Sache, aber der Captain hat recht. Die Presse wird sich darauf stürzen wie ein Prolet in die Freitagnacht. Und wenn die Wind davon kriegen, dass du mit der Untersuchung des Falls zu tun hast, dann halten sie es für ein abgekatertes Spiel. Du musst dich zurückhalten, Mac. Lass die Abteilung das regeln. Warum sollte ich? Die haben mich schon mal in die Mangel genommen. Ich weiß, du redest von dem Joel Morello-Fall, aber das war anders. Ich meine, die Nachrichten sind voll davon und der Commissioner liest die Leitartikel. Mac, ich brauche nur ein Treffen von Angesicht zu Angesicht mit dieser elendigen Zeugin und die Sache ist erledigt. Ich habe es satt, August. Satt, der Prügelknabe für die Dienstaufsicht zu sein. Ich weiß, was du meinst, Mann. Es ist genau so, wie ich es den Kids beim Training immer sage. Du musst innehalten und nachdenken, bevor du handelst. Du bist nicht der Einzige, der hier verletzt werden kann. Der Ruf der Abteilung steht auf dem Spiel. Und der ist für uns beide wichtig. Hey, ich habe dir gesagt, ich kümmere mich darum. Vertrau mir. Also gut. Wie ist eure Augenzeugin? Ganz sicher? Fürchte schon. Mary Kwan, 1972 geboren in Hongkong, zog 1992 mit ihren Eltern in die USA. Keine Polizeiakte in beiden Ländern. Mal sehen.
Gute Noten, Ehrenmedaille, Mathe- und Wissenschaftsclubs. Nicht gerade der übliche Typ für eine gekaufte Zeugin. Das ist für Sie. Danke. Das ist der Bericht über die Fingerabdrücke des Opfers. Oh. Sein Name ist Jimmy Woo. Jimmy Woo. Jimmy Woo. Ist er bekannt? Ja. Und hier hätte Chase sogar ein Motiv. Das Ganze ist gut vorbereitet. Wieso denn? Vor 5 Jahren erschoss Wu einen Cop namens Larry Palmer. Er ließ ihn in einer Gasse verbluten. Aber bevor Wu vor Gericht gestellt werden konnte, verschwand der einzige Zeuge. Die Anklage wurde wegen Mangels an Beweisen fallen gelassen. Und was bedeutet das in Bezug auf Chase? Palmer und Mac waren damals eng befreundet. Auf der Polizeiakademie waren sie Klassenkameraden. Sie teilten sich das Apartment. Also kann die Dienstaufsicht behaupten, dass Chase in einer Gasse über Wu stolperte und ihn dann aus Rache tötete. Das ist übel, Annie. Das ist ganz übel. Verstehen Sie das ich nicht? Aber ja, das tue ich. Es ist eine der besten Arbeiten des Künstlers, sehr fortgeschritten in Form und Konzept und dennoch eine gewisse Unschuld in der Ausführung. Es ist wunderschön. Wow. Also das mit der Unschuld haben Sie gut erkannt. Ich denke schon. Mein Name ist Veronica Hamilton. Ich bin Künstleragentin. Hm. Haben Sie einen engen künstlerischen Kontakt mit dem Künstler? Chase McDonald? Nein, aber ich würde gern. Er ist ein vielversprechender Künstler. Mhm. Er könnte Millionen verdienen, wenn man es richtig macht. Mhm, Millionen? Hm. Chase McDonald, wie mag der wohl aussehen? Klein und riecht bestimmt. Sicher ein seltsamer Kauz. Das sind Künstler normalerweise, sonst wären sie keine Künstler. Ach wirklich? Sehen Sie, das wusste ich nicht. Ich denke, da gibt es noch vieles, was ich nicht über Kunst ja, weiß. Ja, das denke ich auch. Ich habe da eine Idee. Sie geben den Nachhilfeunterricht beim Essen. Sie reden und ich höre zu. Ich lerne schnell. Das wette ich. Sicher, warum nicht? Na dann auf! Zum Vegetarier! Danke, Chase. Sind Sie sicher, dass Sie Detective McDonald schießen sahen? Ganz sicher. So kommen wir nicht weiter. Mary, ich weiß, das ist schwer für Sie, aber Sie müssen mir noch ein paar Fragen beantworten, okay? Sie haben den Detectives zuvor gesagt, dass Sie am Tag der Schießerei im hinteren Teil des Ladens Ihrer Eltern waren und Ware weggepackt haben. Was passierte dann? Das hat sie doch gesagt. Sie hörte in der Gasse Männer rennen und schreien. Was für ein Geschrei, Mary. Was sagten die Männer? Ich konnte die Worte nicht verstehen, aber sie klangen sehr wütend. Also liefen Sie raus in die Gasse, um zu sehen, was los ist. War das nicht ziemlich gefährlich, einfach so rauszulaufen, nur um zu sehen, was da passiert? Ein schüchternes junges Mädchen wie Sie. Ja, ich meine, nein. Ich hatte Angst. Ich dachte, Mama, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Bitte keine Fragen mehr. Sie hat Ihnen bereits alles gesagt, was sie weiß. Lassen Sie sie in Ruhe. Diese Leute haben Angst. Aber wovor? Sehr beeindruckend. Da haben Sie ja schon früh angefangen. Dankeschön. Und dann nach 4 Jahren auf der Sorbonne kam ich zurück, eröffnete meine eigene Agentur und wie der Franzose sagt, voilà. Sind Sie gerne Agentin? Ja. Ich finde es aufregend zu helfen, einen Künstler zu ernähren und dann zuzusehen, wie seine Karriere losgeht. Ich könnte das auch für Sie tun, wenn Sie mich lassen. Sie sind so talentiert, Chase, und Ihre Arbeit verdient es, gesehen zu werden. Es würde natürlich den vollen Einsatz Ihrerseits bedeuten, ganztags neue Arbeiten schaffen, reisen, um die Arbeiten zu promoten. Stopp. Ich lebe ein kümmerliches Leben. Ich bin Polizist, Sie wissen doch. Oh. Ich dachte, Sie hätten die Polizei verlassen. Wo haben Sie das denn gehört? In den Nachrichten, heute Morgen.
Es war nur eine Idee. Überlegen Sie doch. Wir wären sicherlich ein wunderbares Team. Rufen Sie mich wieder an. Hey, Boss! Alles läuft wie geplant. Bist du dir da sicher? Ja, absolut. Chase McDonald wurde heute Morgen aus dem Dienst entlassen. Wegen des schwebenden Verfahrens mit der Schießerei. Gut. Bald, mein Bruder, wird Chase McDonald unehrenhaft aus der Polizei entlassen und gezwungen sein, sich wegen Mordes vor Gericht zu verantworten. Und wenn er diese Peinlichkeit durchgestanden hat, werde ich ihn umbringen. Dann wirst du deine Rache haben. Nur eins noch. McDonalds Partner, dieser Detective Brooks. Wenn er zu neugierig wird, kümmere dich darum. Hast du verstanden? Sicher doch, Boss. Captain, mein Instinkt sagt mir, dass dieses Mädchen lügt. Ich weiß es, ich kann es fühlen. Tja, Detective. Unglücklicherweise wird Instinkt als Beweis vor Gericht nicht zugelassen. Ich brauche Beweise. Handfeste Beweise. Hören Sie, Lieutenant. Eins steht doch wohl fest. Sie können die Weisheit der Straße nicht lernen, wenn Sie den ganzen Tag bei der Dienstaufsicht auf Ihrem Hintern sitzen. Ich bin ein Straßenkopf. In 9 von 10 Fällen würde ich nach den Instinkten eines Straßenkopfs mein Leben aufs Spiel setzen. Aber mein Job ist es, mich um das eine Mal zu kümmern, wo Sie falsch liegen. Er hat recht, August. Wir brauchen Beweise. Okay. Dann werden Sie die auch kriegen. Was ist es? Ich habe die Konten der Qualms überprüft. Hier, diese monatlichen Einzahlungen. Sie sind etwas hoch, nicht wahr? Ja, und? Also habe ich alles zurückverfolgt und herausgefunden, dass der Großteil des Geldes von Hongkong aus auf das Konto der Qualms überwiesen wird. Angeblich von einem Verwandten. Nur, dass dieser Verwandte Mitglied einer Organisation namens der Goldene Drache ist, die wiederum Verbindungen zu der Tong hat. Zur Tong? Mhm. Die chinesische Mafia. Mhm. Annie, das war großartig. Ich weiß nichts darüber. Dann werde ich es Ihnen erklären. Nach unseren Recherchen haben Sie im vergangenen Monat $60.000 auf 3 verschiedene Bankkonten eingezahlt. Da haben Sie aber viele Rückenkratzer und Papierfächer verkauft, nicht? Ich habe noch andere Investitionen. Sie wurden überprüft, das haben Sie nicht. Bitte lassen Sie uns in Ruhe. Mama, sag sie ihm und lass es uns ein für alle Male beenden. Ruhig, man wird uns umbringen. Lieber sterben, als den Rest unseres Lebens in Angst zu leben. Bitte, Mrs. Kwan, ich kann dafür sorgen, dass Sie Polizeischutz bekommen. Sag's ihm, Mama, ich kann so nicht mehr leben. Ich kann es nicht. Bitte. Mein Mann starb vor 6 Monaten. Seine Krankheit hat unsere Ersparnisse aufgebraucht. Als das Geschäft schlechter ging, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Als alles verloren schien, kam ein Mann, um mich zu sprechen. Tommy Chin. Er sagte, wenn ich das Geld seines Arbeitgebers als mein eigenes einzahlen und es dann wiedergeben würde, würde er meine Miete bezahlen und dafür sorgen, dass wir ein Auskommen haben. Mit anderen Worten, Geldwäscherei. Aber was hat das mit der Schießerei auf sich? Tommy Chin. Er kam vor 2 Wochen wieder her. Er sagte uns, dass er einen Gefallen von uns erwartet und dass wir uns nicht weigern können. Dieser Gefallen war meine Aussage. Dass ich sah, wie ihr Partner ihn erschoss, Jimmy Wu. Hat der Mann ihn... Hat er Ihnen gesagt, wer sein Arbeitgeber ist? Hat er Ihnen einen Namen genannt? Nein. Nur, dass er ein Mitglied des Goldenen Drachen ist. Tja, aber... Tommy. Lange nicht gesehen, Tommy, hä? Wer ist deine neue Freundin da? Sie stecken ihre Nase in gefährliche Sachen, Brooks. Tja, weißt du, Tommy, wenn es um meinen Partner geht, gibt es nichts, was ich nicht für ihn tun würde. Du weißt nicht zufällig, wer ihn reingelegt hat.
Sie reden zu viel. In der chinesischen Kultur ist Schweigen eine bewundernswerte Tugend. Sie wollen doch nicht darin verwickelt werden, Brooks. Das bin ich schon. Verläuft die Chose nicht. Polizeibestimmung 050. Ergebe dich nie einer Person mit einem IQ, der kleiner ist als eine Schuhgröße. Gib mir Deckung! Ich hätte diese Unternehmung niemals so einem Idioten anvertrauen sollen. Arrangiere die Kaution für Tommy, bevor die Polizei ihn verhören kann. Er darf Ihnen nicht erzählen, was er weiß. Weder jetzt noch sonst jemals. Ich wusste, dass die Dienstaufsicht Chase an die Wand nageln will, aber nicht, dass Sie denen dabei helfen. Mir sind die Hände gebunden, August. Tommy Chin hat das Recht auf eine Kaution und sein Anwalt hat sie hinterlegt. Wir mussten ihn gehen lassen. Ich hatte gerade erst mit dem Verhör angefangen und nicht einmal die Chance, den Mann nach dem Namen zu fragen, ganz zu schweigen nach der Schießerei. Jensen. Was? Wann? Ja, setzen Sie jeden Mann ran, der nötig ist. Ja. Was jetzt? Hat Copeland eine Leiche im Kühlschrank von Chase gefunden? Mary Kwan wird vermisst. Dass Sie lernen müssen, Chase. Sie verkaufen nicht nur Ihre Kunst, Sie verkaufen auch sich selbst. Sie sprechen nicht nur mit einem potenziellen Käufer, Sie stürzen sich auf ihn. Ach, wieso kann ich nicht einfach mit Ihnen reden, wie ich das immer tue? Ich bin wirklich gut darin. Weil diese Leute nicht einfach nur Ihre Skulpturen kaufen wollen. Diese Leute sind in Wirklichkeit hier, um auch ein Stück von Ihnen selbst zu erhalten. Sehen Sie, das ist Mrs. Thornton. Sie hat ein riesiges Bankkonto und einen großartigen Kunstgeschmack. Großartigen Kunstgeschmack. Von Ihrer Kleidung her kommt man noch nicht drauf. Beachten Sie das nicht. Gehen Sie rüber und verkaufen Sie. Gehen Sie. Gehen Sie. Hi. Ich bin Chase von McDonald. Annie, ich bin ganz Ohr. August, das ist das Dossier über die Vereinigung Goldener Drachen. Die Polizei von Hongkong hat es mir rübergefaxt. Demzufolge ist es ein weltweites chinesisches Verbrechersyndikat. Der hiesige Kopf ist jemand namens Ma Qinwa. Ma Qinwa. Warum kommt mir der Name so bekannt vor? Es hat etwas mit einem Fall zu tun, der vor kurzem in L.A. lief und Mac war involviert. Ich werde mal die hiesige Verbrecherkartei unter dem Namen Ma abchecken. Ma Qinwa und Ma Xinquai. Das ist sein Bruder. Das ist die Verbindung. Hey. Jetzt, wo Tommy Chin tot ist, ist das eine gute Spur. Aber was beweist das? Noch nichts Konkretes, Captain. Noch nicht.
Aber hören Sie sich das an. Vor ungefähr einem Jahr wurde Ma Chien-Wahs Bruder des Drogenschmuggels überführt und zu 20 Jahren in St. Quentin verurteilt. Und letzten Monat wird derselbe Bruder in einem Kampf auf dem Gefängnishof getötet. Es war die Aussage von Chase, die ihn überhaupt ins Gefängnis gebracht hat. Aha, dieser Ma Chien-Wah versucht sich für den Tod seines Bruders zu rechnen, indem er Chase einen Mord in die Schuhe schickt. Genau so ist es, Captain. Tommy Chin folgte Chase und mir nach Chinatown und hat uns absichtlich dazu gebracht, ihn zu verfolgen. Captain, die ganze Sache war sorgfältig geplant, von Anfang bis Ende. Okay, okay, überprüfen Sie's. Aber August, bleiben Sie cool dabei. Es ist nur eine Theorie. Es ist mehr als das, Captain. Es ist Polizeiinstinkt. Ich bin Detective August Brooks. Ich bin hier, um Ma Chien-Wah zu sprechen. Ich sagte, ich bin hier, um Ma Chien-Wah zu... Ja! Hey, hey! Ja! Mach dir nicht die Mühe aufzustehen. Ich finde ihn schon alleine. Ja, die Geschäfte müssen sehr gut laufen. Wie sind Sie reingekommen? Wo ist mein Wärter? Er schläft gerade etwas. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Sie wissen, wer ich bin. Und stellen Sie sich vor, ich weiß, wer Sie sind. Und ich weiß, was Sie vorhaben. Tatsächlich? Dann sollten Sie mich vielleicht einweihen. Mit Vergnügen. Also erstens... Ich weiß, dass Chase ihren Bruder nach St. Quentin geschickt hat. Und dass der dort ermordet wurde, tut mir leid. Zweitens, ich weiß, dass Sie gleich ziehen wollen, indem Sie Chase eine Mordanklage anhängen. Wie Sie sehen, weiß ich gut Bescheid. Und was ich will, ist sehr einfach. Wo ist Mary Kwan? Sie wussten nicht, dass sie vermisst wird. Sie dachten, alles läuft glatt. Großer Fehler. Nicht wirklich. Es gibt immer noch Ihre vereidigte Aussage. Wie ich die Sache sehe, stehen die Vorwürfe gegen Ihren Partner immer noch. Nicht, wenn sie aussagt, dass sie gezwungen wurde zu lügen. Dann fangen Sie mal lieber an, nach ihr zu suchen. Das ist eine gefährliche Stadt. Da kann sehr viel passieren. Sie werden diesmal nicht gewinnen. Das verspreche ich Ihnen. Chase? Hi, Veronica. Hallo. Hey. Ich habe eine Überraschung. Der Flüsterer ist verkauft und Mrs. Thornton will noch ein Werk kaufen. Klasse. Ich soll gleich zwei kaufen. Du bist nicht glücklich? Nein, nein, ich bin glücklich. Ich bin sogar überglücklich. Aber? Aber... In dem Fall hat sich was geändert. August kann beweisen, dass ich reingelegt wurde. Veronica, es ist... Chase, du musst es nicht erklären. Weißt du, warum die Leute auf deine Kunst reagieren? In jeder einzelnen deiner Skulpturen gibt es eine Auseinandersetzung. Ich konnte es vorher nicht genau definieren, aber jetzt weiß ich, was es ist. Das ist der Konflikt. Wir haben da Chase, den Künstler, und dann ist da Chase, der Cop. Und ich möchte nicht diejenige sein, die das auseinanderreißt. Also, du weißt, wo du mich findest, wenn du soweit bist. Hallo? Mama? Mama, ich bin's, Mary!
Wir, so etwas führen wir nicht. Mami, Invent! Versuchen Sie es woanders. Mary? Komm sofort nach Hause oder deine Mutter stirbt. Hast du verstanden? Mary? Mary, antworte mir! Chase, hey, willkommen zurück. Ich wusste gar nicht, dass ich die Sache geklärt habe. Ah, weißt du, hat sie auch nicht. Aber wir sind nah dran. Was gibt's Neues? Ich versuche, einige ihrer Freunde aufzuspüren. Wisst ihr, ihre üblichen Kontakte. Und? Ich fand nichts, aber ich erinnerte mich, dass die meisten Einwanderer einen Sponsor haben, bevor sie ins Land kommen. Und? Mrs. Kwans Cousin, Harry Fong, unterzeichnete die eidesstattliche Erklärung für die Kwans. Und? Und hier ist die Adresse. Ich hab so ein Gefühl, August. Glaubst du, Mary ist hier? Jetzt weiß ich's. Lass zurück! Und zurück oder ich töte sie! Legen Sie die Waffe weg! Hunde damit! Zurück! August, den hol ich mir! Sie werden bald zu ihr in Schutzgewahrsam gehen. Ich wollte nicht, dass das alles passiert. Aber ich hatte Angst. Das ist jetzt alles Vergangenheit, Mary. Marcin Wahr wird in ein paar Stunden in Gewahrsam sein. Mary. Jimmy Wu. Wie kam der in die Gasse? Zwei von Marcin Wahrs Männern brachten ihn dorthin, gefesselt und geknebelt. Als sie auftauchten, schlugen sie sie nieder und nahmen ihre Pistole, um ihn zu erschießen. Und legten dann die Waffe wieder in ihre Hand. Es war furchtbar. Es tut mir so leid. Ich nehme an, das beendet Ihre Untersuchung. Ja, ich vermute, das tut es. Ich veranlasse sofort die Wiederaufnahmepapiere für Detective McDonald. Jensen? Ja? Was? Schon wieder? Was zum Teufel ist passiert? Marcin Wahr hat es geschafft, sich der Verhaftung zu entziehen. Fein, wo ist er? Also gut, ich schicke sofort noch ein paar Einheiten raus. Ein Helikopter hat gerade die Limousine von Ma auf dem Parkway entdeckt. Er versucht zu flüchten. Gut. Wir sind an ihm dran. Detective McDonald? Nichts für Unmut. Und ja, Copeland, so spiele ich das Spiel hier nicht. Bist du dir sicher, dass der Captain gesagt hat, dass ich nicht fahren darf? Fang nicht damit an, Mick. Wir haben keine Zeit für sowas.
1 William 7 an alle Einheiten. Geben Sie mir Ihre exakte Position. Hier ist 1 Adam 3. Wir fahren westwärts auf dem Temblin Highway bei Ausfahrt 6. August, wir sind ganz in der Nähe. Ich rieche Sie schon gar nicht. Da sind Sie. Das war knapp. Aber wie fährst du denn? So schnell wie das Ding hier kann. Pass auf, die schießen! Sind nicht ganz dicht! Schon, komm schon! Verdammt! Siehst du, ich hätte lieber fahren sollen! Genau, Kugelslalom! So, pass auf! Also bitte, fahr jetzt schneller, ja? Verdammt! Ich glaube, er hat die Kühlung getroffen. Bring mich zu den Schwarz-Weißen rüber. Wozu? Frag nicht, fahr! Mac, was zum Teufel? Mac! Mac! Oh je! 1 Adam 3, ich bringe euch einen blinden Passagier. Er will zur Limousine rüber. Ja! Du bist heißer als Superman. Er weicht Kugeln aus, er kann fliegen. Guten Tag, Kollege. Ich hätte ihn fahren lassen sollen, wäre sicherer gewesen. Der glaubt wirklich, er ist Superman. Vorsichtig, Max, sei vorsichtig! Guten Tag! Ja! Max! Ich habe die Nase voll. Da kommt ein Truck. Was glotzt du so? Oh, ich sehe mir nur an, wie Wahnsinn aussieht, wenn er flach auf dem Rücken liegt. Wie eine Schildkröte. Tja, ich sehe keine Eingeweide und Fleischlappen aus dir raushängen. Also nehme ich mal an, dass es dir gut geht. Oder? Ich habe Hunger. Oh, na, da zitiere ich doch glatt einen meiner Lieblings-Superhelden. Um dem Gaumen zu schmeicheln, geht zum Taufstein der kulinarischen Kreativität. Mexikanisch also. Tequila. Ah,